Hallo und willkommen zur Alpenrevue. In 1968 gingen The Knives erneut ins Studio und begannen die Aufnahmen zu ihrem zweiten Album, Ars Longa, Vita Brevis. Inmitten der Aufnahmen verließ der Gitarrist David Oles die Gruppe. Die restliche Band begann einige Versuche, eine Nachfolge für ihn zu finden. Zu einem Zeitpunkt probten sie sogar mit dem späteren Yes-Gitarrist Steve Howe, der damals noch in Bodust spielte. Doch daraus ist nichts geworden. Emerson war es vermutlich nicht schwer gefallen, sich auf die Idee einzustellen, dass er fortan der Anführer eines keyboard-orientierten Power-Trios werden sollte. Und so blieb man dabei. Beim ersten Lied hört man allerdings noch eine Gitarre, die möglicherweise von David Oles stammt. Die A-Seite dieses Albums setzt da an, wo die vorangegangene LP The Thoughts of Amaryllis Dovejack aufgehört hatte. Es sind weitgehend psychedelische Songs, einige mit einem recht subversiven Humor. Beim ersten Stück auf der A-Seite mit dem Titel Daddy, Where Do I Come From ist der Songtitel schon ein Nomen est Omen. Das etwas furiose Lied macht sich über die Mühen konservativer Eltern lustig, ihre Kinder aufzuklären. Der anarchische Humor des Songs erinnert ein wenig an jene Singles, die zeitgleich Pink Floyd mit Syd Barrett aufnahm, also Stücke wie Arnold Lane. Das zweite Stück, Little Arabella, ist eine nette 60s-Nummer mit einer tollen Bridge, wo man auch Emerson singen hört. Etwas, das er damals nur manchmal tat, später gar nicht. Nicht grundlos. Little Arabella hat auch ein ziemlich tolles Hammond-Solo. Das dritte Stück, Happy Freuds, liegt ein wenig im Kielwasser von The Beatles, würde ich mal sagen. Es ist aber eines der seltenen Lieder, wo Emerson allein sämtliche Vocals stemmt. Doch das Auffällige ist hier der Text, denn der Song nimmt all die Selbstfindungs-Esoteriker und Therapeuten auf die Schippe. Hier wird schnell deutlich, dass Emerson zwar seine Rolle in der 60s Counterculture hat, aber an dem spirituellen Mambo-Jumbo nicht interessiert ist. Beim vierten Track wird es nun recht interessant. Ähnlich wie schon auf dem Debütalbum das Stück Rondo eine bekannte Nummer adaptiert und in einem längeren Stück verarbeitet, ist auch dies eine Adaptation. Doch diesmal geht Emerson an die Klassik heran und verarbeitet Intermezzo zur Karelia-Suite von Jean Sibelius. Und das ist ein toller Augenblick, denn hier erleben wir zum ersten Mal eine akustische Blaupause für die Musik von Emerson, Lake & Palmer, aber auch die niederländische Band Exception, die nur Monate später The Knives sehen wird in einem Konzert und hier einen starken Modus operandi erkennt. Intermezzo from the Karelia Suite ist ein neunminütiges Instrumental, das vor allem Emerson eine Leinwand bietet, um spannende Hammond-Solos zu spielen. Hier beginnt man zu spüren, dass The Knives fortan nicht mehr eine Band mit dreiminütigen Rocksongs und mit Psychedelic-Färbungen sein wird. Das Adaptieren von Klassikstücken in ein Rockformat soll fortan eine Vorgehensweise sein, für die Keith Emerson für immer als der Taufpate betrachtet wird. Das Lied hat aber auch eine experimentelle Dimension. In der Mitte des Stückes wird die Musik zu einer akustischen Forschungsreise mit allerlei Soundmodulationen, die Emerson aus der Hammond-Orgel herausquetscht. Dies ist eben noch vor der Zeit der Moog-Synthesizer. Das ist also akustisch eine beachtliche Leistung. Die A-Seite findet ihren Abschluss in dem Stück Don Edito El Groover, was augenscheinlich nicht nur ein Wortspiel ist, sondern auch ein Gag. Das Lied ist nur 13 Sekunden lang. Die B-Seite ist nun eine ganz andere Angelegenheit. Hier präsentieren The Knives über die ganze Seite die Ars Longa Vita Brevis Suite, die insgesamt 19 Minuten und 20 Sekunden lang ist und aus 6 Sätzen besteht. Und hier läuft die Band zur Höchstform auf. Was man hier zu hören bekommt, gehört zu dem Besten, was The Knives jemals aufgenommen haben. Es beginnt mit dem kurzen, aber großartigen Prälude und siehe da, mittendrin schält sich ein Orchester hervor. Dann folgt der erste Satz, Awakening. Dies ist eine weitgehend experimentelle Passage gehalten in einer großartigen Atmosphäre. Erneut zaubert Emerson einen Hammond-Sound hervor, den man dem Instrument so auf Anhieb gar nicht zugemutet hätte. Dies geht dann nahtlos über in den nächsten Satz, überschrieben mit dem Titel Realization, ein treibendes, intensives Stück mit Lee Jacksons Gesang. Hier hört man auch etwas Gitarre, die offensichtlich von dem Gastgitarristen Malcolm Langstaff stammt.
Der gesamte Satz erweist sich als sehr themenreich und durchaus aggressiv. Elemente von Boogie, Jazz und expressionistischer Klaviermusik mischen sich hier nahtlos und lassen den Ausnahmemusiker Keith Emerson zum ersten Mal so richtig groß scheinen. Realization ist eindeutig mein Highlight auf diesem Album. Der dritte Satz trägt die Überschrift Acceptance und wurde komplett mit einem Orchester aufgenommen. Emerson bedient sich hier nicht zum ersten Mal und auch nicht zum letzten Mal bei Johann Sebastian Bach und seinen brandenburgischen Konzert Nummer 3. Dieser Melange funktioniert großartig. Gerade in der zweiten Hälfte ist diese barocke Interpretation mit einem rockigen Drall extrem spannend. Gerade diese ganzen Bachschen Harmoniemodulationen wirken hier durch Bass und Schlagzeug sehr dramatisch. Ebenfalls ein toller Augenblick auf dieser Scheibe. Triumphal. Und schließlich der finale Satz mit dem Titel Denial ist eine Gruppenkomposition von Emerson, Davison und Jackson. Doch vorrangig ist es eine fieberhafte, schnelle Jam-Nummer, die nochmal Emersons Solo- und Improvisationskünste zeigt. Am Ende kehrt das Leitmotiv von dem zweiten Satz Realization nochmal kurz zurück, bevor das Stück in sich kollabiert in einer Wolke aus Lärm und, wie nennen es die Angloamerikaner, Mayhem. Und dann ist es fast vorbei. Nun kommt noch die Coda, ähnlich klingend wie das Prelude und nur 46 Sekunden lang. Ars Longa Vita Brevis ist ein verdammt gutes Album. Die Band ist hier eindeutig besser geworden und man sieht eine klare Richtung, wohin es für Keith Emerson gehen soll. Insbesondere die B-Seite ist ein Vorbote dessen, was noch kommen sollte. Nicht nur später mit ELP, aber auch noch bei The Nice, denn Emerson sollte bald ein noch bombastischeres Projekt auf die Beine stellen. Doch dazu ein andermal. Eine gewisse Erwähnung verdient auch das durchaus originelle Coverdesign von Jared Mankiewicz, das mit kolorierten Röntgenbildern experimentiert. Das mag man sich nicht unbedingt sofort klar machen, aber für 1968 war das extrem auffällig und ausgefallen. Ich gebe hier 4 Sterne. Das zweite Album von The Nice ist sicherlich eine Platte, die eine Menge junger Musiker damals inspirierte und somit auch bei der Formung artverwandter Bands ein wenig Pate stand. Hier konnte man beim Zuhören die Erfahrung machen, dass man sich als langhaariger Rocker durchaus an klassische Motive heranwagen konnte, vorausgesetzt man hatte die nötigen Excellent. Chops, wie man es auf Englisch sagt, die Spielfertigkeit eben. Natürlich darf man nicht ein Klangbild erwarten, das man von späteren Alben gewohnt ist. Dieses Album entstand zu einem Zeitpunkt, an dem die Aufnahmetechnik für Musiker erst im Begriff war, durchzustarten. In den kommenden 5 Jahren sollte sich die Klangqualität von Aufnahmen massiv verändern. Dies ist noch eine Platte, die in der alten Klangwelt angesiedelt ist. Das muss man beim Zuhören in Kauf nehmen. Wer mal in diese Platte reinhören möchte, kann es mal mit dem Intermezzo from the Carillia Suite oder dem zweiten Satz genannt Realization versuchen. Leider nicht auf Spotify zu finden, zurzeit zumindest nicht, doch auf YouTube findet man diese LP ausreichend. In diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Das war Ars Longa Vita Brevis von The Nice aus dem Jahr 1968.